Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Vampire Storm. Ich glaube, Part 15 ist das mittlerweile. Ich habe mir wieder Gäste eingeladen. Hallo. Hallo. Und ich, zu aller Freude ignoriere ich so gut wie alle Leute, mit denen ich hier reden könnte. Das war alles Klonmatrosen. Wer bringt das auf, mit denen zu reden? Auch wieder wahr. Nachher haben die noch eine coole Quest und geben dir das ultimative Schwert. Hallo? Ja, aber nicht als Nyria. Ich meine, das sind Klonmatrosen Nummer 358, Klonkrieger Nummer 3, dann ist Zaron. Das ist ein Zaron. Du kannst ihn gerne sprechen. Warte, vielleicht die Stimme. Und so müssen wir schnellstens nach Burg Horan oder Schloss Ardos unseren Asmus behandeln zu lassen. Mann, bin ich alt. Oh, noch ein alter Mann. Eine wirklich weite Strecke. Das Burg Horan sind das knapp. Wie viel können wir nochmal? 3 oder 4 Tage, nicht so einen Meter. Wenn der Wind günstig ist. Glücklicherweise ist die Azalantin eines der schnellsten Schiffe der Flotte. Die Seelenlehrer sind stark geworden, sehr stark sogar. Ihr müsst auch mit den Propheten über sowas machen, eine Tat sprechen. Er ist unabdingbar. Das klingt nicht gut. Wir werden sofort losfahren, sobald die Vorräte an Frischwasser aufgefüllt wurden. Das dauert noch knapp eine Stunde. Ich hoffe, die Rasse denkt uns nicht vorher. Wir wären ihnen nicht gewachsen. Schlamm steht es im Asmus. Nun ist wohl wohl keine lebenswichtigen Organe getroffen. Allerdings blutet er ziemlich stark. Ich hab vor, Heimel zu helfen ihm, sonst wird er nicht durchhalten. Nein, er darf nicht sterben. Oh, Nyria, komm her zu uns. Asmus fragt nach einem weiteren Schmerzmittel. Könnt ihr mir eines geben? Natürlich, in meiner Kiste habe ich noch welches. Oder sie ist Nyria, eine starke Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Oder zumindest weiß sie nicht mehr, wie sie zu uns gekommen ist. Wir haben sie vor Schloss Zalas bewusstlos gefunden. Ich wollte ja nicht in die Wäsche gehen. Davon habe ich kennenzulernen, Lady Nyria. Davon ist Asmus, die abgehalten hat. Natürlich. Entschuldigt, wenn ich mich um das Schmerzmittel und Asmus kümmere. Selbstverständlich. Gebt es euch ruhig und denkt es ihm. Danke. Okay. Ich glaube, du hast allerdings tatsächlich auch recht. Er würde ihr tatsächlich an die Wäsche gehen, wenn er könnte, weil Frauen sind ja selten. Das Schmerz mit der anderen Kiste, Nyria. Nicht da drin. So. Schmerzmittel halten wieder nach unten. Vor allem frag mich gerade, woher weiß der Sir Aaron, dass das Schmerzmittel nicht in der Kiste ist? Das war seine Pornosammlung in der linken Kiste. Die alten Männer kennen ihre Geheimnisse. Was ist das? So. Okay, okay. Hier, Asmus, ich habe dir das Schmerzmittel gebracht. Wer spricht Asmus? Wenn ihr möchtet, könnt ihr. Ich kann auch. Wie ihr mögt. Dann mach ich N. Ich danke dir, Nyria. Aus der Rumme der Stimme zu kriegen. Ruhe dich aus. Die Fahrt beginnt in einer Stunde. Nyria. Ja, Asmus? Danke. Gerade. Das klang wie die letzten sterbenden Worte von ihm. Ja, wollte ich auch sagen. Wenn sein Kombi spricht Simon und ich spreche ihn auch. Okay. Warte mal, Opa. Lass mich das bitte nochmal kurz zusammenfassen, um zu sehen, ob ich alles richtig verstanden habe und dieser ganze Plotpunkt jetzt an uns nicht vorbeizieht, ohne dass wir verstehen. Ja, richtig. Ja. Natürlich, Simon! Wenn Elras sterben, werden sie zu Schattengeistern. Diese können beliebige Wirtskörper übernehmen. Ganz genau! Sie verbrauchen Seelen für ihre Zauber. Und der Schattengeist in Asgard hat Asgards Kräfte völlig aufgebraucht, um mittels eines mächtigen Zaubers die Welt zu verändern. Er hat die Welt aber nicht zerstört, sondern sie nur verändert. Und zwar sieht sie nun so aus wie zu der Zeit, als Sir Aaron und Asmus gelebt haben, als die Steintafel zerstört war. Ja, sah die Welt auch so aus, als die Steintafel noch nicht einmal erschaffen war. Schau her! Oh Gott. Das hier ist eine Zeitachse. Ganz links war die Schöpfung der Welt. Ganz rechts ist der heutige Tag.
an diesem Zeitpunkt wurde Walder von Asgard zu einem Vampir gemacht. Und hier vernichteten Walder Asgard, Elaine und Vincent Raynard. Das hatte ich dir aber bereits erzählt. Zu diesem Zeitpunkt machte Elaine Jena zu einem Vampir. Eigentlich Jaina Wojciechowska. Gut, gut, soweit habe ich alles verstanden. Und wie du dich hoffentlich erinnerst, kam es dann kurze Zeit nach Jainas Verwandlung zu der Umformung der Welt durch Asgard bzw. den Schattengeist, den kontrollierte. Natürlich erinnere ich mich daran, Opa. Das war vor 14 Parts ungefähr. Schon gut, schon gut. Also die Welt wurde nun verändert. Kontinente verschoben sich. Berge wuchsen aus dem Meer, Länder überfluteten, quasi alles hatte sich in einem Schlag geändert. Die Eras wollten also wieder, dass die Welt so aussah, wie sie es vor langer Zeit einmal war? Ja, genauer gesagt wollten sie die Welt so haben, wie zu der Zeit, als die Eras noch mächtig waren. Doch war der Zauber der Welt und war nun nicht genau genug. Und so formte sich die Welt so, wie sie aussah, als der kleine Heilige Krieger die Steintafelstücke in ihrem Besitz hatten. Das war ungefähr hier. Da, links. Tatsächlich befinden wir uns in der Geschichte ja zeitlich ganz vorne. Kurz nach der Weltumwandlung. Ich muss die Stimme wechseln. egal. Doch sieht die Welt nun aus wie die frühe Zeit damals. Und der Heilige Kreuzzug gegen die Vampire war ja auch noch dazwischen. Richtig, der Kreuzzug angeführt von Vincent Maynard war knapp 400 Jahre vor Walders Verwandlung zu einem Vampir. Etwa hier. Aber Opa, die Welt zu dem Zeitpunkt, als der Kreuzzug gegen die Vampire begann, sah doch genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als Walder zum Vampir gemacht wurde. Zu diesen beiden Zeitpunkten war die Welt doch identisch. Du vollkommen recht, Simon! Aber das würde bedeuten, dass die Welt in diesem Zeitraum ebenfalls umgewandelt wurde. Denn zu diesen zwei Zeitpunkten sah die Welt ja offenbar vollkommen anders aus. Folglich muss hier ebenfalls eine Weltumwandlung geschehen sein. Oh, ich sehe, du bist ja wirklich hellwach und folgst meiner Geschichte sehr genau. Das ist gut, junger Mann. Also eigentlich ist das schlecht. Das soll ja eine böse Nachtgeschichte werden. Er sollte müde werden, nicht wach sein, drüber nachdenken. Aber Zweck verfehlt, ja, aber immerhin. Drei Tage ist egal. Auch. Es ist eine böse Nachtgeschichte. Soll er nicht schlafen? Das freut mich. Also, wie kam es zu der ersten Weltumwandlung? Nun sei nicht so ungeduldig, alles zu der Zeit. Wie es dazu kam, wirst du schon noch erfahren. Das erzähle ich dir später nach 30 Parts. Wahrscheinlich. Na schön. Aber was ist denn nun mit diesem Jinai? Er hat Weiner und Elaine ja gerettet. Aber warum? Doch, er hat seine Ziele in der Geschichte und jetzt nicht den 50 Parts. Ja, ja, alles zu seiner Zeit, was? Genau. Okay. Also die Elras wollen aber definitiv an die Steintafelstücke und diese wieder zusammenfügen, um den Spruch zu sprechen, der auf dieser Tafel steht. Ja, dieses Ziel verfolgen sie nun. Es ist so, als würde man hier eine Fantheorie zuhören, ne? So drei Leute, die sich darüber unterhalten, was in Vampire's Dawn eigentlich passiert ist. Ja, sonst versteht man es vielleicht nicht. Möglich ist das. Können die denn nicht einfach eine neue Steintafel nehmen und den Spruch da drauf schreiben? Nein! Natürlich nicht! Nein? Das ist keine befriedigende Antwort, Opa. Ja, auch diese Geschichte ist noch voll offener Fragen, das erfährst du in 70 Parts. Doch die Antworten darauf wirst du noch bekommen in 100 Parts. Und... Ich dachte, dass das Let's Play so lange dauert. Ich hoffe mal nicht. Ich meine, Vampire's Dawn war in den... Es war 44 Parts oder so. Ich hoffe mal nicht, dass ich damit hier länger brauche, aber... Und was ist das... Und was ist das überhaupt für ein Zauberspruch auf dieser Steintafel? Wer weiß, wer weiß.
Ach, Opa, du bist unmöglich. Am besten die Erzähler einfach mal weiter und danach kannst du keine Pornos lesen. Sag ihm, was soll ich lachen? Also Nuria brach mit diesem Schiff auf, in der Hoffnung, dass sie schnell genug Hilfe für Asmus finden würden. Währenddessen planen Balna, Aska und Elaine ihre nächsten Schritte. Also ich denke, wir sollten lieber Jedi befragen, was wir als nächstes tun sollten. An den Wachen kommen wir wohl nicht vorbei. Ach, nun ist dieser Jedi wohl ein Herr und Gebieter, dass er bei euch gebieten kann, Herr Walner. Warum haben wir dich nur mitgenommen? Willst du dich mit mir anlegen? Ja, ja, Klappe. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich dir den Schädel abschlage. Hört auf, es reicht. Wir müssen zusammenhalten, wenn wir etwas erreichen wollen. Ich denke, Walners Vorschlag ist momentan der vernünftigste. Hier kommen wir im Moment nicht weiter. Da ist ein Haus. Einfach rein. Egal. Na fein, mal sehen, ob euer Messias uns helfen kann. Ich mag Aska. Wir sollten zu Jedi gehen. Dann nicht. Geht einfach rein. Bin ich überhaupt? Oh mein Gott. Nee. Wobei ich ja sagen muss, im ersten Teil wurde erklärt, dass Vampire nur in Häuser reingehen dürfen, wenn sie die Erlaubnis dazu haben. Die haben wir. Galt das nicht nur für die niedrigeren Vampire, also die ab der vierten Generation? Also Elaine ist ja erste, Asgas zweite und Walner die dritte. Also eigentlich müsste es nicht auf sie zutreffen. Naja, also es wurde zumindest ganz am Anfang von Vampire Stone 1 zu Walner erklärt. Also eigentlich müsste es ja dann schon... Oder man hat es ihm einfach nur gesagt, damit er nicht reingeht. Ich habe das Playlist noch mal angefangen, weil es mich interessiert hat, weil ich alles aus dem ersten Tag vergessen hatte. Immerhin ist die Kampfmusik gut. Ich hoffe, in der Musik liegt, aber irgendwie hört sich der Ton komisch an. Ja, vielleicht wird mein Kopf dran, keine Ahnung. Entweder das oder sie wird nicht gut übertragen, das kann auch sein. Kampfmusik ist Leicht einfach letzteres. Jedes Mal so laut wie das Spiel. Ja! Ich kann sie natürlich auch nochmal extra runterdrehen, aber es ist halt sehr frustrierend, dass die Kampfmusik so laut ist. Ja. Die halt so komisch, nicht die Lautstärke, die halt so komisch. Okay, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Dann wird es aber einfach nicht gut übertragen. Ein Level-Up für Asuka, ja! So, ich hasse... Oh Gott, und ich, Depp, weiche die ganze Zeit aus. Ich hab doch Sonnenschutzmäntel, ich bin auch ein Depp. Ich wollte gerade sagen, zum Glück hast du die scheiß Mäntel gekauft. Überall Wüste. Sollte nicht irgendwo im Süden Stan sein? Also der sagt man... Ja, du musst du doch Särge kaufen. Dann schenkst du dir einfach so. Ist das nicht südlich von Syras? Ja, südlich von der Stadt, ne? Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt südlich auf dem Stückchen Kontinent ist oder südlich der Stadt. Finden wir raus. Wo war Syras nochmal? Da bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Also. Na, gucken wir mal. Hallo, Schleim, Schnecken, Dingerteile. Die Viecher sehen irgendwie eklig aus. Ja. Sie haben grünen Glibber. Und sie haben riesige Münder. Erinnert mich ein bisschen an diese Pokémon. Kennt ihr? Nee, war das Ufa-Viecher oder. Ihr wisst schon, diese komischen Viecher aus der Ultra-Dimension. Das eine Vieh, der Schlinking, war das, glaube ich, mit seinem. Erinnert mich ein bisschen an Glatten, ihr wisst schon, Sassilitins und so. Diesen Maul, das was fressen will. Eigentlich muss er allein nicht fressen. Komm schon. Nicht zu kämpfen. Hau kaputt. Würde ich gerne, aber Schleim verlangsamt. Steht da nur nirgendwo, aber sieht man ganz gut. Ah, come on! Das waren zwei Schritte! Ich habe die Oberwelt schon immer im zweiten Teil gehasst. Das sieht ja auch ziemlich nervig aus. Ich habe nie verstanden, warum in den ganzen Dungeons
man die Viecher sehen kann und auf der Weltkarte einfach random Encounter kommen. Und statt man die da einfach ausgeschalten hätte und es dann eben nur diese Encounter in den Dungeons gibt. Ja, vielleicht also hätte man da nicht mit leveln können. Entweder war dem guten Herrn Malek das zu viel Arbeit zu animieren, oder er wollte es nicht animieren und gleichzeitig Camp auf der Weltkarte haben. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, vielleicht hat er sich auf der Weltkarte gedacht, nee, da mache ich lieber keine Monster hin, die man sehen kann, weil sonst das System überlastet. Weil die Weltkarte ist ja schon relativ groß. Ja, und das Spiel ist auch schon alt. Ich meine, das gab es vor 10 Jahren schon, also keine Ahnung. Ja, das ist sehr alt. Das war eins meiner ersten Spiele aus der RPG-Maker-Szene. Kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Gut. Ja. habe ich überhaupt Geld? Ja, habe ich. Und jetzt kommt meine liebste Anspielung. Stand-Säge für jeden Anlass. Klingt vielversprechend. Ach so, und die Baby-Quest gibt's auch noch. Stimmt, ja. Die Musik. Ich glaube, man hört schon leicht was. Ich hab die Anspielung nicht verstanden. Also, sie kommt gleich noch. Also ich wollte schon sagen, ich glaube nicht, dass das direkt die Anspielung war, aber... Will jemand ein Stand sprechen, oder soll ich? Du darfst. Darf. Ah, willkommen hier reinspazieren. Du, keine Angst, ich beiße nicht. Ihr seht aus wie jemand, der ganz dringend einen Sarg braucht. Kommt und staunt! Was ist das denn für ein Kerl? Ich habe billige Särge, teure Särge, Särge aus Holz, Särge mit Samt, Särge mit und ohne Gravur. Ich habe so viele Särge, ich könnte die ganze Welt begraben. Merkwürdiger Typ. Schaut euch nur um, hier findet ihr auch einen Sarg in eurem Geschmack. Und für euren Geldbeutel. Dann schauen wir uns mal um. Ich habe keine Lust mehr, in diesen ekligen Betten zu schlafen. Jesus Christ. Was einfällt, Elena hat sich über das Bett beschwert, aber red zu Ende. Die Beine haben mir die ganze Zeit in den Keller im Bett geschlafen, oder nicht? Sah zumindest so aus, ja. Hat er es wohl hier versteckt? Schauen wir doch mal nach. Pass auf, dass er uns nicht sieht. Der ist so dumm, der merkt doch nichts. Ja, hier ist was, ein Geldbeutel. 200 Filar. Hier ist noch was anderes. Blutrune. Yay, stuff. Was ist mit diesem Sack? Wollt ihr diesen herrlichen Holzsack kaufen? Ein Stück kostet nur 100 Filar. Wir nehmen 4. Ja. Vielen Dank. Wohin sollen die gebracht werden? In das Schloss östlich von hier. Kein Problem. Und kommen Sie bald wieder. Ja, das war's denn. Ja, Neulich kam ein Kunde, der wollte einen Sack aus Gold und auch diesen Kunden habe ich glücklich gemacht. Und selbst wenn ich dafür ein paar meiner Zähne opfern muss. Halt bloß den Mund, Kerl. Wusste gar nicht, dass er noch mehr sagen kann. Guck mal. Gut, rein theoretisch könnten wir ihn auch umwandeln. Wir sind ja fettig mit ihm, ne? Die Frage ist, für wen ist der vierte Sack? Gab's du irgendwie das Partymitglied? Naja. Jein trifft gut. Wir kommen ja jetzt bald zu dem Punkt, an dem wir mit den Söldnern und oder Vampiren arbeiten dürfen. Und rein theoretisch ist das halt für ein Mitglied, wenn wir einen Vampir dabei hätten. Ja. Wobei, in meinem Fall wird es ein Werwolf. Werwolf ist gut. Ja, Werwölfe sind so cool in dem Spiel. Warte mal, in der Welt gibt es Werwölfe? Ja. Und die arbeiten mit den Vampiren zusammen. Oh, cool, mal keine Feindschaft. Da fällt mein, kennt einer von euch den Manga Schattenarie? Nein. Ich kenn Twilight. ja. Nee, Schattenarie, das ist eine deutsche Manga von einer deutschen Zeichnerin oder zwei deutschen Zeichnern, keine Ahnung. Meine Schwester fand den damals cool, also hab ich den für sie gekauft, weil sie damals noch keine 16 war. Und das fängt an mit dieser Frau, die als Gerichtsmedizinerin arbeitet und da
kommt so eine Leiche auf den Tisch und das ist ein Vampir und dann bringt er die alle um und dann wird sie wiederbelebt und muss jetzt als Vampir da sein, fristen und ihre Familie denkt, sie wird tot. Okay. Und die Story spielt in Deutschland, sie spielt in Köln. Oh mein Gott. Okay. Also das da gezeichnete Kulissen in Köln. Hallo Ronak. Wir haben den Dieb leider nicht erwischt. Wir haben ihn von Syras aus verfolgt, bis wir in einer Stadt angekommen sind, die wohl an einem Fluss angrenzt. Dort waren zu viele Wachen, an denen wir nicht vorbeikamen. Und dann kam eine Plotwand und wir standen da einfach eine halbe Stunde rum. Es war schlimm, war das? Ja, so viel Text. Jemand ein Genie? Hexe, willst du mal? Ich habe schon so viele Leute heute gesprochen. Der Opa war anstrengend. Dann wart ihr anscheinend in Mestur. Ich hatte schon vermutet, dass dort der Unterschlupf der Diebe ist. Es gibt dort eine große Kanalisation. Dort wird der Dieb sich wohl versteckt haben. Ich frage mich, wie er an den Wachen vorbeigekommen ist. Er wird sicher einige Geheimgänge kennen. Wie auch immer. Als nächstes müsst ihr Burg Varys erobern, denn die Wachen in Mestur gehören zu den Soldaten auf Varys. Wenn ihr die Burg angreift, werden die Soldaten aus Mestur den Soldaten in Burg Varys zu Hilfe eilen. Dort könnt ihr sie dann alle gemeinsam vernichten. Und wie sollen wir das anstellen? Die Söldner habt ihr ja bereits zu euren Verbündeten gemacht. Außerdem habe ich mich darum gekümmert, dass die Steuereinnahmen wieder fließen. Die Münzen lagern dann hier, im Turm. Ihr könnt sie im Erdgeschoss abholen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr andere Burgen erobern könnt. Danke, Mr. Plot-Typ, wer immer du bist. Wir treffen uns im ersten Stock dieses Turms. Danke, Plot-Device. Und tschüss. Okay, das soll für heute wieder reichen. Also, so gesehen für Montag. Wir machen, wenn ihr möchtet, noch gleich ein paar weitere Parts, weil vier bräuchte ich noch. Ja, okay. Na, ich mach nur im Prinzip Ende und fang wieder an. Ja, können wir eine kurze Pinkelpause machen, dauert nur 5 Minuten. Das können wir machen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war's erstmal wieder für unsere Vampire hier bei der Comic Plays Vampires Dawn 2. Wenn das euch gefallen hat, dann guckt euch auch den nächsten Part an, der kommt dann wahrscheinlich wieder morgen. Mein Dank geht raus an meine Patreons, die mich unterstützen. Mein Dank geht an euch raus, dass ihr das Video geguckt habt. Und ja, viel Spaß mit dem nächsten.